Ein 49 Jahre altes Autoradio darf man ruhig mal wechseln, und zwar mit Retro-Sound-Radios. Wir bringen das Fahrzeug auf den neuesten Stand, denn unser 1970er Käfer sollte auch optisch so bleiben, wie er ist, aber trotzdem Bluetooth, DAB und was man halt heutzutage alles braucht, integriert haben. Wir bauen heute ein Retro-Sound-Radio und da werde ich euch einiges dazu erzählen. Wer seinen Oldtimer mit neuen Medien aufrüsten mag, aber die Originaloptik behalten möchte, der ist mit Retro-Sound genau richtig und hat auch verschiedene Optionen. Ob er DAB überhaupt haben möchte oder auch Bluetooth, es schlägt sich natürlich alles im Preis nieder. Wir haben für euch jetzt hier vor uns liegen ein Autoradio für den Käfer 1970 mit Chromblende und Chromknöpfen, aber dann teilweise eben auch schon schwarz-matt gummierte Drehregler. Wir haben integriert DAB und wir haben auch USB und Bluetooth. Also das heißt, da haben wir jetzt eigentlich Vollausstattung. Das schaut aber danach alles echt lässig im Oldstyle aus. Und wir haben jetzt hier mit dabei verschiedene Einbausets. Also das ist praktisch die Basis, also wenn man es genau nimmt. Ja, das ist das Autoradio. Das ist aber nur eine Blackbox und die wird jetzt ergänzt mit den verschiedenen Anbauteilen, damit man das möglichst flexibel ist, damit es auch in andere Fahrzeuge reinpasst. Wir haben hier speziell ein Einbaukit für den VW Käfer mit dazu geordert und bauen das jetzt für euch ein, damit ihr auch seht, was das bedeutet, solche Potis hier separat einzubauen. Ja, das kennt man bei den aktuellen Autoradios natürlich nicht mehr, aber weil das ja so stylisch sein soll, machen wir das hier so rein, wie es gehört. Und wir haben die originale Antenne, die ja vorne am Fahrzeug hier als Teleskopantenne drin ist. Mit unserem Splitter nutzen wir die Originalantenne, um auch DAB Plus zu empfangen, und den USB-Anschluss, den werden wir ins Handschuhfach reinlegen. Das Mikrofon, das versteckt man auch ganz lustig. Und wir haben zusätzlich für den VW Käfer gibt es die Möglichkeit, bei dem Fahrzeug ist es zumindest so, dass nur vorne links ist die Vorbereitung für einen Lautsprecher. Und dazu gibt es auch einen speziellen Einbaukit von Retro-Sound. Alle Artikel, die ich euch hier vorstelle, findet ihr natürlich unten im Videobeschreibungstext. Und naja, dann bauen wir es mal ein. Bevor wir uns um den Einbau des eigentlichen Autoradios kümmern, machen wir doch mal die Peripherie-Sachen rein. Hier einmal der USB-Anschluss mit Kombination mit dem AUX-Anschluss. Da habe ich jetzt schon zwei Löcherchen vorgebohrt, hier im Kunststoff-Handschuhfach. Einmal unten, um den USB-Anschluss an sich durchzuziehen und den Rest gleich richtig fix und fertig zu machen. Hier hinten können wir den USB und den AUX-Anschluss durchziehen. Für die Installation unseres Mikrofons liegt auch unter anderem ein Lochblechstreifen mit dabei, kann man natürlich für universell einsetzen, also da, wo man es braucht. Ich habe mich gerade entschieden, für das Mikrofon eine kleine Halterung zu machen, damit wir das Mikrofon komplett verstecken können. So, da. Ja. Mit dem Lochblechstreifen können wir das Ganze jetzt so biegen, wie wir es brauchen. Und können mit dem Loch jetzt auf die Schraube das Ganze festschrauben. So, da haben wir nämlich jetzt das Mikrofon und haben das Mikrofon jetzt unsichtbar hinter dem Gitter. Hier hinten ist das Mikrofon jetzt. Einige Teile brauchen wir jetzt schon gar nicht mehr. Diesen Einbaurahmen, diese Blechwinkel brauchen wir nicht mehr, weil da haben wir jetzt spezielle Winkel für den Käfer dabei. Jetzt schnappen wir uns einfach ein paar Teile und bauen die an der Werkbank bereits so zusammen, dass wir es im Auto nur noch reinschrauben brauchen. Jetzt aus.
Und jetzt kommen ja dann diese Plastikteilchen hier. Das kann man reinmachen. So, die Nase, die muss da eingeführt werden. Und dann verkleben wir das Ganze. Und das hier, jetzt brauchen wir die, jetzt müssen wir die Potties hier reinmachen. Die Potties werden so eingesetzt, dass man die auf jeden Fall mal hier ansteckt, einsetzt. Aber jetzt gilt schon, die richtige Tiefe anzusetzen, damit es nachher mit dem Blech passt. Also jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, wir können jetzt mal natürlich die erste. Und die muss auf die richtige Tiefe eingestellt werden. Und die richtige Tiefe haben wir nachher mit unseren Teilen hier. Das heißt, einmal und zweimal. So schaut es ja nachher dann aus. Und das muss jetzt so eingestellt werden, dass da praktisch von vorne genügend Luft ist. Die zwei Nasen hier unten und die zwei Nasen oben, die müssen wir so weit wegbiegen, dass die praktisch uns nicht daran hindern, den Metallrahmen oder diesen von hinten das Gerät anzulegen. Biegen. So. Und den auch nach oben. Okay. So, und den Rest schauen wir jetzt mal von drinnen an. Von innen schaut es jetzt so aus. Und jetzt müssen wir nur noch die Blende oben drauf packen und dagegen spannen. Wir haben jetzt schon ein bisschen ausprobiert, wie es mit der Tiefeneinstellung ist und haben es im Auto auch drin gehabt. Und damit es optimal ausschaut, brauchen wir jetzt 15 mm Einbautiefe, also von der Gewindestange einfach mal 15 mm Abstand zu bekommen zu dieser Fläche nachher. So, so wäre das optimal. Und da wird die Schraube jetzt erstmal verkontert, damit das unser unterer Anschlag ist. Fest, das können wir auf beiden Seiten natürlich machen. Also vermutlich werdet ihr bei den Retro-Sound-Sachen das tatsächlich ein, zwei, dreimal sogar justieren müssen, bis er auf die richtige Größe kommt. Aber das ist jetzt alles halb so wild. Und jetzt können wir das auch wieder hier rein montieren. Halt, hier brauchen wir noch Beilagscheibe. Und von außen jetzt auch eine Beilagscheibe, eine Mutter und das Ganze mal richtig festschrauben. So, und bevor wir das jetzt richtig festmachen können, müssen wir erstmal schauen, ob der Abstand eigentlich richtig passt. Das muss also weiter raus, auch noch ein bisschen weiter raus. Ne, weiter rein, oder? Was sind wir denn hier? So, das muss ja erstmal richtig ausgerichtet werden. So, damit die Putties jetzt passen. Und jetzt können wir sie festmachen. Gut. Damit ihr euch beim Nachmachen einfach leichter tut, zeige ich euch mal nochmal im Detail, wie das Ganze jetzt zusammengeschraubt ist. Die zwei hinteren Muttern, die werden im Prinzip auf die Position gebracht, wo den Gesamtabstand vom Radio justiert. Dann zusammen gekontert, damit die nicht mehr wegkommen. Dann kommt eine Beilagscheibe und jetzt kommt das Blech, wo ursprünglich beim Autoradio dabei liegt oder eben dieses Blech für den VW. Und das Ganze ist jetzt da vorne wieder mit einer Beilagscheibe und einer Mutter gegen das Ganze, gegen die zwei gekonterten Schrauben zusammengeschraubt. So, jetzt kann da nichts mehr weg. Und der Rest wird jetzt im Fahrzeug noch zusammengeschraubt und bekommt dann erst richtig Halt. Wir können jetzt das Autoradio von hier, also vom Kofferraum, erstmal durchschieben. Und Moritz, du musst mir das jetzt mal ganz kurz halten. Also, das geht eigentlich so, warte mal. Und jetzt kann ich nämlich von innen das Ganze wieder befestigen. Das ist jetzt die Position, wo wir das Radio anbringen müssen. Und da kommt jetzt die Blende drauf, die wir ja vorher schon ausgiebig positioniert haben. Und da müssen wir jetzt auch die Schrauben, die Muttern wieder festmachen. Jetzt haben wir den Rahmen auf die Potties drauf und das Ganze praktisch jetzt miteinander verklemmt. Und jetzt können wir noch die Schrauben festmachen, damit das Radio jetzt auch an der Position, wie es jetzt dran ist, fix dran bleibt. Und jetzt gibt es rein theoretisch noch solche Abdeckungen, die man jetzt auch noch mit drauf machen könnte, so rum oder andersrum, je nach Position und je nach
Regler und Abdeckung hier mit drauf. Ich persönlich habe jetzt das so knapp da dran gehalten, dass es mir persönlich am besten gefällt, wenn wir das jetzt einfach gerade so lassen. Da kommt jetzt noch unser zweiter drauf, der hier, der Drehregler. So, und der fixiert jetzt alles. Jetzt sind wir eigentlich fertig soweit. Und jetzt da von vorne drauf stecken. Das muss natürlich auch passen, diese. Gut. So, das war's. Unser neues Autoradio. Auch unseren Lautsprecher-ISO-Anschluss hat mein Kollege David schon vorbereitet. Wir haben jetzt hier die mittleren zwei, sind die vorderen zwei üblichen Ausgänge, dadurch, dass wir aber nur einen Lautsprecher haben. Das ist aber ein Doppelschwingspulenwoofer, brauchen wir auf eigentlich das Stereo-Signal nicht verzichten, obwohl wir bloß einen Lautsprecher haben. Egal, das können wir auf jeden Fall direkt so anstecken und auf dem ISO-Anschluss hier mit drauf docken. Wir haben ja noch unseren Splitter, weil unser Autoradio DAB-Empfang hat. Und hier ist unser UKW-Anschluss von unserer Teleskopantenne. Da können wir jetzt direkt mal drauf adaptieren. Das passt ja alles soweit zusammen. Und hier ist auch noch ein Stromversorgungskabel, das hier an unserem ISO-Stecker bereits vorinstalliert ist, dass wir hier nur noch die Remote-Leitung von unserem Autoradio mit drauf machen müssen. Und jetzt haben wir zwei Anschlüsse, einen für DAB und einen für UKW. Und genau so kann man auch anschließen. Wir haben unseren DAB-Anschluss. So, und wo ist der UKW? Jetzt müssen wir erstmal zurechtfinden. Hier hängt der UKW-Anschluss, das ist nämlich die Buchse hier, da stecken wir so zusammen. Und jetzt können wir auch unseren Stromanschluss mit dran machen. Jetzt haben wir natürlich noch unseren Aux-In und einen USB-Anschluss. Die zwei verbergen sich, jetzt wird es langsam unübersichtlich hier. Einmal ein USB-Anschluss vom Autoradio, den können wir zusammenstecken. Und der Aux-In. AUX 1, nehmen wir den AUX 1, den können wir hiermit anstecken. Und was fehlt jetzt noch? Unser installiertes Mikrofon. Das können wir jetzt am Mikrofon, an der Mikrofonbuchse, wo haben wir denn die? Mikrofonbuchse, hier ist die Mikrofonbuchse. So, das können wir auch zusammenstecken. Dann haben wir jetzt alles installiert. Das kann man alles noch schöner zusammenbinden, dass das so ein Kabelbaum wird. Wobei das hier bei dem Fahrzeug, ich glaube, das fällt überhaupt gar nicht auf. Alles, was ich bis jetzt gemacht habe, ist wahrscheinlich schöner wie das Originale. Das braucht uns weiter nicht beschäftigen. Das kann jeder für sich daheim machen, wie er mag. Wir gehen jetzt mal ins Auto rein und checken mal, ob alles funktioniert. Ja, Mai, bevor ein Ton rauskommt, sollte man halt auch einen Lautsprecher anschließen. Den müssen wir natürlich auch nur einbauen. Ich habe den Lautsprecher-Einbauring jetzt auf 5 mm aufgebohrt, weil ich gleich so dicke Blechschrauben nehme, die jetzt in diese Löcher richtig greifen, und die habt ihr auch entsprechend mit Beilagscheiben unterlegt, damit das nicht auf der anderen Seite wieder rauskommt. Aber so kann man die jetzt festmachen, damit wir den Lautsprecher irgendwann mal richtig montieren können. Da ist das Loch. Gut, rein damit. Und da unten auch gleich rein damit. Drunter ist ja nur Dichtband, damit es klapperfrei und vibrationsarm da drin ist. So. Fest. Und noch eine, dann ist das Thema erledigt. Dann können wir den Lautsprecher draufsetzen. So. Der Lautsprecher wird ja jetzt hier auf das Metall drauf gemacht. Das heißt, auch hier empfiehlt sich natürlich ein Dichtband, welches dann vibrationsfrei arbeiten kann, aufzubringen, damit das einfach gut wird. Ich muss jetzt von hinten diese Blechmutter anbringen und samt der Schraube hier den Lautsprecher festschrauben, und da sieht die Kamera eh nichts. Und ich zeige euch aber dann das Endresultat. So, und jetzt kommen die anderen drei auch noch rein. Wir können jetzt den Lautsprecher mit dem linken und rechten Kanal auf jeder Seite anschließen, und dann sind wir durch mit dem Anschließen. Also Leute, ich mag jetzt nicht sagen, dass es hier super leicht ist, dieses Autoradio reinzumachen. Man muss schon ein bisschen basteln, würde ich mal sagen. Aber wer so ein Auto fährt, der ist es wahrscheinlich auch gewohnt, ein bisschen Hand anzulegen und mal was zu bohren, wie man es halt braucht.
das mit den Epottis mit der richtigen Länge einzustellen, mit den Schrauben, das habe ich euch, glaube ich, erklärt. Das ist auch recht leicht verständlich zum Schluss, wenn man das einmal gesehen hat. Ansonsten haben wir ja jetzt alles drin. Wir haben jetzt Bluetooth-Audio-Streaming, wir haben Bluetooth-Telefonie, wir haben DAB+ mit jede Menge coole Sender. Wir haben USB, wir haben AUX-In und natürlich immer noch UKW. Passt natürlich auch zu dem Auto. Zu dem Geschmack, wie das jetzt hier in dem Fahrzeug drin ist, mit dem ganzen Chrom, da lässt sich sicherlich drüber streiten, aber es ist noch individuell anpassbar. Also die Blende kann man andersfarbig bestellen, zum Beispiel in mattschwarz, die Knöpfe lassen sich anders darstellen und so gibt's halt für jedes Fahrzeug die perfekte Lösung und auch für jeden Geschmack. So schaut's aus bei Retro Sound in Oldtimern. Auch der Sound mit unserem 16 cm Lautsprecher, der ist sogar besser, wie ich dachte. Also, der macht einen ordentlichen Bass. Ich kann ordentlich aufdrehen. Also, mit ordentlich Bass meine ich tatsächlich ordentlich Bass. Das zuckt ganz ordentlich da vorne drin, aber halt nur links. Und aber zum Freisprechen und zum Musik hören in so einer alten Karre langt's doch völlig aus. Außerdem bekommt er ja eh hinten noch eine Ablage rein, wo zwei weitere Lautsprecher drin sind. Dann juckt es richtig hier in der Bude. Also, dann abonniert doch unseren Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Denkt dabei auch an die Glocke, damit es euch auch angezeigt wird. Weil wir haben immer jede Menge interessante Autos und Lösungen, die cool sind anzuschauen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Olli.